Willkommen zu einem weiteren Teil meiner Bücherregaltour. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, welcher Teil das jetzt ist. Aber das werdet ihr wahrscheinlich im Thumbnail gesehen haben oder in der Überschrift. Diesmal geht es um ein kleines weißes Bücherregal. Wir fangen einfach ganz oben an. Das ist jetzt echt hoch da oben. Ja, deswegen wird es echt schwierig, das darunter zu holen. Deswegen lasse ich es eigentlich auch. Zum einen habe ich hier noch so einen Rest englische Bücher. Und ein Stapel deutscher Bücher, und zwar habe ich für die deutschen Bücher die Godspeed-Reihe von Bess Ravis komplett. Genau, da habe ich den ersten Mal hier gelesen. Da geht es quasi um das Leben auf einem Raumschiff, das sozusagen die letzten Überlebenden der Erdbevölkerung auf einen anderen Planeten bringen soll. Unsere Hauptperson war quasi eingefroren, ist dann aufgewacht auf dieser Reise. Fand ich sehr interessant damals. Ja, aber weitergelesen habe ich die Reihe leider noch nicht. Und darüber ist eine Reihe, die habe ich halt komplett noch nicht gelesen. Und zwar von Philipp Pullman, die. Ach, wie heißt die denn? Irgendwas mit Dark. Keine Ahnung, ich blende es euch hier ein, wenn ich daran denke. Auf jeden Fall der Goldene Kompass, das Bernstein-Teleskop, das magische Messer. Ich habe damals zum ersten Teil den Film gesehen. Ich habe die Reihe noch nicht gelesen, aber ja, das habe ich auf jeden Fall noch vor. Und ganz oben ist noch Gone verloren, das ist mehr so Jugendthriller. Da muss ich sagen, fand ich die Buchschnitte sehr, sehr schön. Also die Bücher sind alle bunt. Mit bunten Buchschnitt gelesen habe ich es aber noch nicht, weil ich weiß, ist das irgendwie eine Dystopie, bei der alle Erwachsenen gestorben sind und noch die Kinder leben, irgendwie sowas. Und hier haben wir noch mal ein paar meiner englischen Bücher, und zwar habe ich zum einen die Alienated-Reihe hier stehen. Die habe ich jetzt in den letzten Monaten erst gelesen, fand ich ja großartig. Und dann habe ich noch drei andere Bücher, und zwar The Last Samsara von Kirsten Zitarelli. Die gibt es auch auf Deutsch. For Dead Queens hatte ich in einer Old Crate Box drin, habe ich noch nicht gelesen. Gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch nicht auf Deutsch. Genauso wenig wie State of Sorrow von Melinda Salisbury. Da ist jetzt im Englischen der zweite Band rausgekommen. Den ersten habe ich noch nicht gelesen. Aber soweit ich das verstanden habe, ist das nur eine Dilogie. Also das könnte ich jetzt demnächst vielleicht mal lesen. Und dann geht es eine Etage tiefer. So, hier haben wir ein paar von meinen Drachenmond Verlagsbüchern. Und auch zwei andere. Also zum einen habe ich hier Sturmtochter von Bianca Iosivoni. Das kennt wahrscheinlich auch absolut jeder. Habe ich noch nicht gelesen. Müsste ich echt mal machen. Ja, gut. Ja, gilt eigentlich fast für jedes Buch. Genau. Dann von Ava Reed habe ich hier auf dem Kopf Spiegelsplitter. Das habe ich auch schon Ewigkeiten irgendwie mittlerweile. Da hatte ich mal in einem Tri-Chapter das erste Kapitel gelesen, fand ich echt gut. Deswegen wollte ich das unbedingt lesen, das ist auch nur eine Dialogie. Und dann kommen wir zu dem ersten Drachenmund-Buch, und zwar Straßensymphonie. Das kann ich eigentlich auch mit. Jedes Buch, was ich jetzt in die Hand nehme, möchte ich jetzt mit in den Urlaub nehmen zum Lesen. Das ist echt schlimm. Tue es mal zur Seite. Ja, und dann haben wir noch Rabenkönigin, habe ich auch noch nicht gelesen. Genauso wenig wie Rubinsplitter. Ich halte mich da jetzt auch mit dem Kauf von Drachenmund-Büchern zurück. Einfach weil ich die jetzt erstmal welche lesen möchte, bevor ich neue kaufe, obwohl die halt wunderschön sind. Genau, dann habe ich hier die Rebell-Reihe, die ersten beiden Teile. Von Miriam H. Hügeli. Da habe ich die ersten beiden Teile auch schon gelesen. Fand ich sehr, sehr gut. So einfach hier rein. Und den dritten Band habe ich jetzt auch, und ja, den möchte ich jetzt lesen, damit die Reihe beenden. Die sind auch sehr wunderschön illustriert von innen, also kann ich durchaus weiterempfehlen.
Dann hier irgendwie ein bisschen falsch rum, sehe ich gerade. Haben wir die 13. V-Reihe von Julia Adrian. Die habe ich komplett gelesen. Und ja, ich fand die auch sehr gut, wobei ich sagen muss, ich glaube, der erste Band war immer noch mein Favorit. Und das ist der dritte Band. Ja, auch die sehen wunderschön aus. Aber generell hat mir die Trilogie so gut gefallen, deswegen habe ich die auch immer noch. Das gleiche gilt auch für Räuberherz von Juliana Grohl. Ja, das war jetzt nicht mega anspruchsvoll und so, auch nicht mega logisch, aber irgendwie hat es mich doch irgendwie begeistern können. Fragt mich nicht wieso. Also ich fand's gut. Und dann gibt es noch einen Käfig aus Rache und Blut von Laura Labers. Ja, das muss ich auch noch nehmen. So, dann kommen wir zu dem Regalbrett. Da habe ich auch ja, einige ungelesene Bücher. Achso, da fehlen, also teilweise fehlt hier schon was, weil ich schon Sachen rausgesortiert habe für meine Urlaubsleseliste. Also eigentlich verstand hier, glaube ich, plötzlich Banshee. Genau, also ja, das sind auch eigentlich teilweise schon echt ein bisschen ältere Subleichen. Die letzten Tage von Rabbit Hayes soll halt sehr, sehr gut sein. Geht halt um, tja, eine schwer todkranke Frau. Das ist halt eher so deprimierend. Dann von Daphne um Himmelstiefe. Das habe ich auch als E-Book. Das ist ein Jugendbuch. Ja, es hat, glaube ich, insgesamt 4 Teile. Bin mir da auch irgendwie nicht mehr so ganz sicher. Naja, habe ich auf jeden Fall irgendwie auf dem Todelmarkt bekommen. Und dann von Fanny Bechert in Lestra. Das ist, glaube ich, war mein erstes Sternsand-Verlagsbuch. Ja, ist auch signiert. Hatte ich auf der Buchmesse mitgenommen. Mittlerweile gibt es da auch 3 Bände von. Ja, ich habe den ersten noch nicht gelesen. Übrigens waren auch viele von meinen Drachenmund-Büchern oben signiert, weil ich einige ja, auf den Buchmessen gekauft habe und auch in einer Drachenmund-Box und da waren die auch alle signiert. Also die waren eigentlich fast alle signiert. Ja, wollte ich jetzt nicht alles rausziehen. apropos signiert, also auch meine Jackie Feligood-Bücher sind teilweise signiert. Und da habe ich ziemlich viel gelesen. Also letztes hatte ich, glaube ich, der letzte Liebesbrief gelesen. Ja, also eines der ersten Bücher, was ich auch gelesen habe, war Hashtag Folge deinen Herzen. Das ist halt sehr, sehr gut. Das geht halt auch. Der Hauptprotagonist ist auch YouTuber. Also da, ja, ist man halt so ein bisschen in der Fanszene drin. Genau, eine lose Fortsetzung war dann Sherry on Top. Also die beiden gehörten sozusagen zusammen. Ähnlich ging es bei den beiden, der ist von Büchern und Kaffee und von Worten berührt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, welches das erste und das zweite war. Also auch die beiden hängen auf jeden Fall los miteinander zusammen. Und dann habe ich auf jeden Fall noch gelesen Die Welt zwischen den Zeilen, was von der Story her tatsächlich auch mit Zauberhaftes Aschenputtel zusammenhängt, wobei ich das zweite noch nicht gelesen habe. Aber ja, also in dem Buch geht es halt auch um das Aschenputtel aus der Geschichte. Also auch die gehören los zusammen. Und Auf der Suche nach Glück in New York habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist halt auch wieder so ein Liebesroman. Also eigentlich sind das alles knuffige, leichte Liebesgeschichten, die man halt auch sehr schnell weglesen kann. Aber ich mag sie sehr, sehr gern. So, jetzt sind wir in der Reihe. Hier habe ich auch sehr viele Subbücher. Um nicht zu sagen, nur Subbücher. Nur Subbücher. Genau, sind als Taschenbuch. Bücher, die ich halt noch nicht gelesen habe. Zum einen nochmal eins aus dem Sternsand Verlag, das ist hier die Schwanenprinzessin. Ja, das ist auch wunderschönes. Passt eigentlich besser hier oben hin, ehrlich gesagt, aber ja, genau, das muss ich auf jeden Fall auch noch lesen. Und dann habe ich noch von Sabine Schoder, Liebe ist was für Idioten wie mich. Auch das war relativ gehypt. Genauso wie ein Rock My Heart, ein weiterer Rockstar New Adult Roman. Dann ein, weiß ich auch nicht, Wühlkistenfund, die Glücksbäckerei.
Sieht aber wunderschön aus, genauso wie Der geheime Zirkel Gemmas Visionen von Libba Bray. Das war ja die Autorin von der Diviners-Reihe. Hier soll es sich um Hexen gehen. Ja, das habe ich irgendwie günstig irgendwo gefunden. Whatever. Also ich möchte die alte noch lesen, deswegen habe ich die auch noch alle. Das ist ein bisschen eng hier. Dann habe ich hier Fairies Kristallblau von Stephanie Diem. Ist signiert, habe ich nämlich auf der Buchmesse geholt. Ja, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich eine Story für mich ist. Die Stadt der Liebe von David Benioff, das ist ja einer der Regisseure von Game of Thrones. Der hat davor auch schon Bücher geschrieben. Soll sehr, sehr gut sein. Die Flüsse von London von Ben Aronovich, Tito. Derringham Hall von Catherine Taylor ist halt wieder ein Liebesroman, das in England spielen soll. Ja. Nur. Und Die Mutter der Königin von Philippa Gregory ist ein fetter historischer Schinken, den ich noch nicht angefangen habe. Weitere Subbücher von mir sind zum einen Was vom Tage übrig blieb. Auch ein Klassiker, der auch verfilmt wurde. Den Film fand ich übrigens sehr gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, ich hatte mein erstes Kapitel reingelesen. Es ist wirklich nicht so easy. Muss ich mal so sagen. Also da geht es um einen Butler und sein Leben sozusagen. Dann Jay Asher und Carolyn Mackley, wir beide irgendwann. Ja, das ist halt so ein Liebesroman mit einem etwas seltsamen Thema. Also irgendwie ging es, glaube ich, darum, dass ein Mädchen in den 80er, 90er Jahren entdeckt eine Facebook-Seite von ihr, die sie irgendwie in der Zukunft erstellt. Irgendwie sowas. Dann ein Buch, das auf Booktube ja auch mega geheilt war. Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Das habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich habe es mir mal mitgehen lassen. Lucy in the Sky von Paige Thune. Ja, auch das ein knuffiger Liebesroman, soweit ich weiß. Ja, auch noch nicht gelesen. Genau, und hier haben wir halt noch eine echt alte Reihe, wo ich auch nicht mehr genau weiß, ob ich die jetzt gelesen habe oder nicht. Deswegen habe ich die einfach mal als ungelesen markiert von Knauer. Das ist auf jeden Fall eine High-Fantasy-Reihe. Ja, klassische High-Fantasy halt. 6 Bände. Ja. So. Dann kommen wir mal zu meiner Drachenlanze-Sammlung auf Deutsch. Das sind alles diese alten weißen Goldman- oder Blomley-Taschenbücher. Ich habe fast alles zusammen, was in Deutsch erschienen ist. zum einen habe ich hier die Kindle-Drachenlanze. Die sahen alle vom Stil her so aus, dass fand ich auch damals, das finde ich eigentlich immer noch sehr gut, also da haben sie sich echt so ein halbwegs einheitliches Design überlegt. Ein bisschen blöd ist halt, dass die halt die englischen Bücher im Deutschen alle, also fast alle gesplittet haben. Es gibt also doppelt so viele deutsche wie englische Bücher. Genau, also die Kinderdrachenlanze habe ich, glaube ich, komplett alle 6 Bände. Und hier habe ich die Erben der Drachenlanze, da habe ich auch 6 Bände von 7, da fehlt mir der 5. Teil. Ja, der ist recht schwer zu kriegen, beziehungsweise zu teuer. Also, ja, ich habe mir die echt gebraucht, günstig zusammengesammelt. Ich habe da kein Vermögen für ausgegeben. Und ja, da gibt es halt einzelne Bände, die echt schwer zu kriegen sind und für, keine Ahnung,
30, 40 Euro kann man die dann kaufen, aber da habe ich dann auch keine Lust zu. Und dann gibt es noch die Jünger der Drachenlanze, da habe ich nur den ersten Band. Kriege ich jetzt gar nicht herausgefummelt. Ja, also die ganze Reihe ist auch von unterschiedlichen Autoren geschrieben. Und die Jünger waren mal wieder von Margaret Weiss geschrieben, allerdings ohne Tracy Hickman. Da gibt es 3 Bände, wovon, glaube ich, nur 2 im Deutsch erschienen sind. Und der zweite ist halt auch schwer zu kriegen, deswegen, ich habe den ersten mal günstig gekriegt, aber ich weiß nicht, ob ich die noch weiterverfolge. Also das ist so ungefähr das Letzte, was rausgekommen ist, auch so ungefähr der aktuellste. Das und die verschollenen Chroniken, wobei die auch schon ein anderes Aussehen gekriegt haben. Also die sind so schwarz-dunkel wieder vom Taschenbuch. So, hier kommen wir jetzt zu das Heldenlied der Drachenlanze. Da habe ich auch 6 Bände. Auch das sind eigentlich nur 3. Ich kann mal eben gucken, wie das nochmal auf Englisch heißt. Das ist Dragonlance Heroes. Also man kann sich das immer innen drin nochmal angucken. Also hier steht dann immer drin die Originale und da steht dann halt drin Kapitel 1 bis 16. Also das halt Buch halt nur wieder. Ich sehe gerade, hier sind sogar Schwarz-Weiß-Bilder drin. Echt lustig. Ja, die sind halt echt alt. Also man sieht es an den D-Mark-Preisen auf den Rückcover. Und an den Goldman-Logo. Also die alten Bände haben das Goldman-Logo und später wurde es dann halt von Blanc-Vallée übernommen. Der ganze Verlag, glaube ich, soweit ich weiß. Und genau, das sind 6 Bände, die habe ich. Dann kommt die Nacht der Drachenlanze. Da fehlt mir noch ein Band und zwar der 9. glaube ich. Also ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da haben sie mal wieder das Design etwas geändert. Und mir fehlt da der 9. Band noch. Den kriegt man auch, aber halt auch eher teuer. Genau, dann gehen wir mal in die Reihe. Das ist die vorletzte. Hier sieht man es eigentlich sehr schön, dass die Bände alle sehr dünn waren, weil die halt alle gesplittet waren. Und zwar haben wir hier die Bund der Drachenlanze-Reihe, die habe ich komplett. Das sind insgesamt 12 Bände, geht bis hierhin. Und auch da waren einige schwieriger zu kriegen, also Band 10 und Band 11 und Band 9 irgendwie so mit dem Dreh. Und der Krieger der Drachenlanze, das sind insgesamt auch 10 Bände. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, habe ich auch komplett. Also, ob ich die Cover noch zeigen muss, aber die sehen halt eigentlich alle gleich aus. Was ich hier eigentlich ganz gut finde, die haben teilweise schon Original-Cover hier drauf. Also diese Illustrationen, die waren tatsächlich auch zu den Drachenlanzen-Büchern gehörend. Ja, im Gegensatz zu so manchen alten Blanc-Vallée-Fantasy-Büchern, also wer das noch weiß, da wurden einfach irgendwelche Cover drauf geklatscht. Ganz schlimm damals. So. Genau, die habe ich alle. Und dann kommt noch die letzte Reihe. Und das ist eigentlich die letzte Reihe. Das ist eigentlich der Anfang der Reihe. Also wir sind so quasi von hinten nach vorne durchgegangen. Weil die ganze Reihe fängt an mit den Chroniken der Drachen und so. Also das ist tatsächlich der erste Band, den man auch lesen sollte. Genau, und der wurde auch geschrieben von Margaret Weiss und Tracy Hickman. Das waren so die Begründer dieser Saga, sage ich jetzt mal. Später kamen andere Autoren da hinzu. Ja, ich mag immer auch die beiden Autoren sehr, sehr gerne. Und das Ganze beginnt halt mit die Chroniken der Drachenlanze und Drachenzwielig. Das ist halt ein klassischer Fantasy, High-Fantasy-Roman-Saga, in der halt eine Gruppe von Abenteurern aus verschiedenen Rassen und Gegenden sozusagen sich aufmacht, um halt irgendwas zu finden, irgendwen zu retten und so weiter. Also so richtig klassisch rollenspieltechnisch. Genau, das sind halt 6 Bände, also es waren halt im Englischen 3.
Und dann ist die Fortsetzung davon ist die Legende der Drachen. Also das ist eigentlich auch die Reihe, die man als nächstes lesen sollte. Genau, die Brüder. Da geht es halt um Raistlin und Caramon. Genau, und Raistlin ist halt einer der Lieblingscharaktere aus der Reihe. Also meiner und viele andere auch. Und da geht es halt größtenteils um die beiden. Und das ist eigentlich auch so mit die beste Reihe. Also zumindest eine von meinen Lieblingsreihen, also die Legenden. Auch da gibt es halt 6 Bände im Deutschen oder 3 im Englischen. Beziehungsweise es gab ja nochmal so eine Neuauflage von Blanc-Vallée, wo halt dann ganz toll drin stand, 2 Bände in einem Band, also eine buschierte Ausgabe, was halt eigentlich den einen englischen Band entspricht. Also eigentlich was ein Band in ein Band. die gibt es auf jeden Fall auch für die ersten beiden Trilogien. Ich glaube noch irgendwie Geschichte und Erben gab es auch noch welche. Aber da könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Genau, das Ganze geht dann weiter bis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, das ist dann der letzte Band der Reihe. Der ist auch echt dünn. Der hat nur 160 Seiten. Genau, und dann habe ich noch die Geschichten der Reihe, die Geschichten, die Geschichte Drachenlanze. Ja, auch das ist eine etwas ältere Reihe. Das ist im Englischen Tales, genau. Genau, und Dragonlance Tales, auch da sind die halt wieder gesplittet, deswegen sind die einzelnen Taschenbücher echt dünn. auch die hat 6 Bände und die kann man, glaube ich, auch direkt im Anschluss lesen. Das sind so ein bisschen unabhängigere Geschichten, die aber mit den Charakteren aus den ersten beiden Trilogien sozusagen zusammenhängen. Genau. Und dann gibt es halt noch einen Einzelband, den sollte man danach lesen, die neue Generation. Weil es gibt dann halt in diesem Universum einen Zeitsprung, wo sich auch vieles geändert hat. Und ja, das sollte man dazu lesen. Also ich kann auch mal gerne ein Video machen, wer das möchte, wo ich versuche, die Reihenfolge, wie man diese Reihe liest, irgendwie aufzuschlüsseln. Ich habe da selber eine Word-Dokument, wo das alles aufgezählt ist, damit ich da selber nicht durcheinander kam. Aber ist halt so ungefähr wie die Terry Pratchett-Reihe. Man muss halt wissen, welche Saga man in welcher Reihenfolge anfängt und weiterliest. Ja. Also das sind meine deutschen Bücher aus der Reihe und damit ist das Regal hier auch beendet und dieses Video. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich noch ein Regal habe oder nicht. Müsste ich mal überlegen. Ansonsten sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.